Du Samjad, was heißt denn eigentlich Kreativität? Was braucht man dazu? Ja, so eine Narrenkappe wäre ja gar nicht verkehrt. Die hilft sicher bei Kreativität, ne? Mal andere Gedanken in andere Richtungen denken, mal was Verrücktes tun. Vielleicht auch ein Zauberstab, ne, mit dem man Ideen herbeizaubern kann und eben quasi auch an Wunder glaubt, ne, was alles möglich ist. Und ja, vielleicht auch manchmal muss man so ein paar Sachen übertreiben, ne? So, da gibt es so eine Methode, wo man alles größer oder kleiner denkt. Was meinst du? Hast du auch noch eine Idee? Tja, ich habe da meinen Hasen, wobei das ist mein Angsthase. Ich weiß nicht, ob der so hilfreich ist bei kreativen Ideen. Den kannst du ja umtaufen in den Kreativhasen. Ja, das ist eine gute Ne? Idee. Statt Eier bringt der Ideen. Er freut sich. Jo. Ach, wo du da so ein Tier hast. Ich habe ja auch noch hier, ne, meinen berühmten Hugo. Der flüstert mir ja auch immer kreative Ideen zu. Und der ist eben auch sehr, sehr flexibel. Das gehört ja auch zu Kreativität. Ne? Der kann die Beine und alles total verbiegen. Je nachdem, was gerade nötig ist, der arme Kerl. Da möchte ich dir auch noch jemanden vorstellen. Der kleine Kerl hat nämlich seinen Namen durch die Farbe seiner Flügel erhalten. Und wie heißt er? Ginster und kommt aus Schottland, wo der schöne gelbe Ginster blüht. Sehr schön.